Leute, 2 Wochen sind um, Dropshop-Time. Wir haben ein neues Päckchen auf dem Tisch liegen. Und was da drin ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Ich habe mir 4 Produkte zum Thema Haustiere ausgesucht. Eigentlich zum Thema Hunde für die Hundemamas, aber ich habe gerade festgestellt, dass bei einem Produkt auch andere Tiere mit drauf sind und deswegen zeige ich euch das jetzt mal zuerst. Wie immer bedanke ich mich zuallererst bei der Firma One Day Saving, dass sie mir die Produkte zur Verfügung gestellt haben, damit ich sie euch zeigen kann. Es sind auch schon wieder 2 Wochen vergangen, denn die Firmen, mit denen ich eine Kooperation habe, die wissen, dass dieser Content nur noch alle 2 Wochen auf meinem Kanal zu sehen ist, weil ich aber auch einfach einen sehr vollen Zeitplan habe, und sehr viel vorhab mit euch. Hier seht ihr schon, dass ich mir Sticker ausgesucht habe. An schönen Stickern kann ich nicht vorbeigehen. Diese waren mir neu. Überwiegend habe ich sie genommen wegen der Hunde hier. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass das vermutlich eine Katze ist. In weiß. Also sind es Hunde, Katzen und Küken. Und ich finde es wunderschön. Wir haben, wie immer, ein Standard-Toolkit in der kleinsten Version. Tut, was es soll. Bei den kleinen Sachen lasse ich es auch meistens drin, allerdings nicht bei den Stickern, denn die werden direkt ausgeschnitten und in ein Stickeralbum geklebt. Und die Steine dazu gehen dann mit der Bezeichnung in die Box, wo meine ganzen Steinchen für die Sticker drin sind, rein. Und dann schreibe ich halt auch noch dazu One Day Saving Hunde und Katzen und dann weiß ich halt genau, wo die hingehören. Allerdings wäre es auch nicht schwierig, diese Farben von anderen Stickern zu ersetzen. Denn wir haben sage und schreibe 6 Farben in wunderschönen, niedlichen, hellen bis rosanen Tönen. Also das ist echt putzig von der Farbrange her. Ich denke mal, mit 6 Farben hat man die Sticker auch schnell nebenbei gemacht. Ihr wisst ja, meine kleinen Projekte mache ich immer nebenbei, unterwegs. Ja, solche kleinen Projekte nehme ich gerne mit. Da setze ich mich nicht extra zu Hause mit hin, weil da habe ich genug Platz, um meine großen Bilder zu machen. Und für so zwischendurch oder auch mal für Kinder sind die Sticker echt super. Ich habe auch mal mit meinem Neffen mal Sticker gemacht. Der ist jetzt 8 geworden. Der hat schon zum 6. Geburtstag eigene Sticker bekommen und zum 7. Und jetzt habe ich selber auch noch genug, wenn er mal Sticker machen will. Ja, das ist das erste Produkt. Finde ich super cute. Wie immer verlinke ich euch die Produkte und den Shop in meine Videobeschreibung. Und hier oben wird ein Rabattcode eingeblendet. Den hat die Firma mir auch zur Verfügung gestellt. Dazu gucken wir uns jetzt mal das nächste Produkt an. Ich habe mir, wie immer, Teilbilder ausgesucht. Ich liebe Teilbilder. Die sind auch gut mitgenommen, schnell gemacht. Ja, dieses hier fand ich sehr interessant. Das ist zwar nicht bunt, so wie ihr es von mir gewöhnt seid, aber schaut mal, wie süß hier der Labrador sitzt unter dem Sonnenschirm oder Regenschirm. Wir haben das gleiche Standard-Toolkit. Und ja, ich werde euch das mal ein bisschen besser ins Bild legen und vielleicht können wir auch mal ein bisschen reinzoomen. So. Dann seht ihr das ein bisschen besser und dann werde ich euch mal gerade die Steine auspacken. Manchmal vergesse ich das, mich ein bisschen vom Mikro zu entfernen. Dieses Paket, was ich euch jetzt zeige, hat sehr lange hinter mir in meinem Lager darauf gewartet, ausgepackt zu werden. Ich habe der Firma aber Bescheid gesagt, denn die haben nur 5 Tage gebraucht, um mir meine Bestellung zuzuschicken. Das läuft immer per Bestellung bei One Day Saving. Und ja, dann lag es hier halt bis heute. Und ich habe denen dann gesagt, das Video kommt am 17.07. online. Und die haben gesagt, ja, ist kein Problem, danke fürs Bescheid sagen. Ja, deswegen liegen die jetzt immer gute 2 Wochen bei mir. Die Firmen wissen Bescheid und wenn Dropshop-Time ist, dann zeige ich euch, was ich bestellt habe. Hier haben wir 8 verschiedene Steine bei dem Bild. Sieht man auch hier in der Legende, oben und unten bei dem Bild. Und wir haben Strasssteine, einmal die silbernen, goldene, dann so fast roségoldene, würde ich sagen. Und grau, dunkelgraue.
Wir haben dicke AB-beschichtete weiße Perlen, die sind fast fingerdick. Wir haben geschliffene Schiffchenformen oder Ellipsen. Wir haben geschliffene Tropfen mit AB-Beschichtung. Und wir haben diese Perlen, ich zeige sie euch mal im Vergleich, nochmal in etwas kleiner und in größerer Anzahl da. Also es wird ein sehr schlichtes Bild. Es hat mir aber wegen der ganzen Sondersteine super gefallen. Ja, ich denke mal, das ist schnell gemacht. Da freue ich mich schon drauf. Das könnte ein Kandidat für Unter meinen Teppich sein. Unter meinen Teppich, das habe ich von Cindy übernommen. Rosa87Lee_Diamond Painting. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr solche Videos mögt. So, dann haben wir hier noch was Schönes ausgesucht. Ich habe mir zum ersten Mal, glaube ich, Schlüsselanhänger ausgesucht. Die mussten einfach sein. Hier haben wir das Standard-Toolkit mit den Ketten für die Schlüsselanhänger. Dann haben wir hier Zip. French Bullies in Tassen. Schaut mal, wie süß das ist. Die werden von beiden Seiten bepainted. Sind relativ leicht, aber sind trotzdem Acrylplatten, nur nicht so dick wie bei manchen. Dann haben wir hier noch einen. Dann den hier, der ist auch super putzig. Und noch einen, der Happy Innate aus der Tasse Linz. Da haben wir 5 verschiedene Anhänger. Ich zeige euch mal, wie man das mit den Ketten macht, falls ihr noch nie Diamond Painting Schlüsselanhänger gesehen habt. Ist durchaus nicht abwegig, sage ich jetzt einfach mal, weil viele kommen ja einfach über die Bilder und Teilbilder zum Diamond Painting oder sind halt zufällig auf meinem Kanal gelandet, weil sie Unboxings mögen, deswegen. Also, da ist immer dieser Haken dabei, der Clip. Dadurch fädelt ihr die Kette, die dabei ist. Dann fädelt ihr diese Kette durch euren Schlüsselanhänger. Ihr sollt aufpassen, dass das nicht auf Cam passiert, ne? Und dann macht ihr diese Kette. Wartet, richtig greifen, damit ihr es auch seht. Hier oben drin zieht ihr die Kette rein, eine der Kugeln, ne? Zieht ihr in den Anhänger und dann zieht ihr diese Kugel einfach nur nach hinten durch das Loch rein. Und dann habt ihr den Anhänger fertig. So sieht er dann aus. Ich würde allerdings die Kette erst nach dem Painten dran machen und vor allem nach dem Versiegeln. Ich empfehle euch, diese Schlüsselanhänger immer zu versiegeln, denn die baumeln ja doch irgendwo dran rum und klackern mal überall gegen. Und um die Steine einfach haltbarer zu machen, ich habe mir meiner großen Schwester so einen Anhänger geschenkt und die hat den an ihrer Tasche gemacht und dann hat sie natürlich nach und nach, weil damals hat man nichts versiegelt, als ich angefangen bin mit dem Diamond Painting, dann hat sie natürlich so nach und nach die Steine von dem Anhänger verloren. Ist dann ein bisschen schade, man hat sich ja die Mühe gemacht, die da drauf zu kleben. Und wenn ihr die versiegelt mit einer Diamond Painting Versiegelung oder Bauphan, dann übrigens die Versiegelung kriegt ihr auch im Shop von One Day Saving. Da gibt es nämlich auch Zubehör und Stifte und so weiter zu kaufen. Dann wenn ihr die dann versiegelt, dann gehen die Steine nicht ganz so schnell ab. Dann habt ihr so eine Latex-Schutzschicht drauf, würde ich mal sagen. Und ja, das sind also die Schlüsselanhänger. Jetzt zeige ich euch noch die Steine dazu. So, wir haben Strasssteine in jeder Menge Farben. 2, 4, 6, 8, 10, 12 verschiedene Steine. Wir haben sogar Sondersteine, nämlich diese AB-beschichteten Tröpfchen haben wir. Wir haben Sternchen, die habe ich in so klein ja noch nie gesehen. Schaut mal, wie klein, Moment, diese Sterne sind. Da in Weiß oder in Silber. Dann haben wir grüne Strasssteine, gelbe Strasssteine, schwarze normale Steine für den Kontrast. Orangene Strasssteine, goldene, blaue, rosane, dann so ein Beige. Ton und silberne und, die hätte ich fast unterschlagen, petrolfarbene Strasssteine. Ja, da hat man ordentlich zu tun. Ich stecke das Ganze mal in die Tüte zurück. Stellt mich leise, solange ich knister. Ich möchte nämlich nicht, dass die Steine von den Anhängern getrennt werden. Das ist mir schon mal passiert. Deswegen ist das das Produkt, was ich direkt wieder einpacke. So, das wandert dann nämlich auch in meine Kooperationskiste. Und wenn ich dann mal was zum Verlosen suche, dann kam ich
etwas daraus und schau mal, wie ich schöne Preise basteln kann. Und darum packe ich das Ganze auch immer wieder in seine Verpackung zurück. Das war das dritte Produkt. Eins haben wir noch. So. Ich zoome euch dafür mal wieder raus, damit wir ein bisschen besser gucken können. Hier ist mein Highlight-Produkt, was ich entdeckt habe und was ich super cool fand. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich zwei Chihuahuas habe. Mit hängenden Ohren allerdings. Was nichts macht. Und hier habe ich mir ein Tailbild ausgesucht mit Chihuahuas. Schaut euch das mal an, wie süß. Guckt mal. Und der sieht aus wie meiner. Nur, dass meiner diese Farbe hat. Aber vom Gesichtchen her sieht er aus wie mein Kleid. Den habe ich übrigens am Montag als Community-Tab gepostet, als an seinem Geburtstag. Er hat nämlich am 10. Juli Geburtstag gehabt und hat ein Leckerchen bekommen und sieht aus, als ob er Pfeife raucht. Also wenn ihr den Community-Tab noch nicht kennt, geht mal auf meinen Kanal, klickt auf Community, da könnt ihr meine Posts sehen, die ich gemacht habe. So, ich packe wieder die Steine aus. Wir haben bei diesem Set 6, 7... 10, 12 verschiedene Steine. Wir haben gelbe AB-Steine, schwarze Strasssteine, pinke Strasssteine, petrolfarbene Strasssteine, silberne Strasssteine, orangene, gelbe. Dann haben wir meine Lieblingssteine wieder. Halbperlen mit dicken goldenen Bobbles, die kommen hier unten hin und da. Einfach zu dekorativen Zwecken. Dann haben wir geschliffene Schiffchen. Wir haben kleine goldene Bobbles. Wir haben geschliffene, dicke, pinke Kreise und wir haben blaue, geschliffene Halbperlen, also auch Bobbles. Ja, wunderschön, finde ich. Ja, ich liebe Teilbilder. Ist es, ach ja, die Teilbilder haben immer 30x30, aber die zu bepaintende Fläche, würde ich schätzen, ist 25x25. Wenn ihr also einen Rahmen habt in 25x25, dann könnt ihr das Bild da sehr gut einrahmen. Ich zoome euch nochmal rein, dann können wir es ein bisschen genauer anschauen. Schaut mal, wie süß diese Hunde gucken. Und was ich süß finde, ist auch, dass die Augen nicht bepaintet werden und die Nase. Dadurch sieht man halt immer noch, dass es Hunde sind, obwohl glitzernde Steine draufkommen. Die sehen einfach aus wie meine Chihuahuas. Also ihr müsst euch einfach meine Chihuahuas vorstellen. Auch der Bobby, der sieht dem hier ähnlich, aber die Ohren hängen bei meinen. Das liegt daran, dass da ein Mix mit drin ist von einem Mops. Und ich habe beide... Also einen mit einem stehenden und einem hängenden Ohr geholt als Welpen und den anderen mit zwei stehenden Ohren. Und beide haben aber nach dem Zahn oder beim Zahn die Ohren fallen lassen. Und die können die, wenn sie wollen, aufstellen. Aber die hängen halt die meiste Zeit, wenn die entspannt sind. Bei dem Kleid, das ist jetzt nicht Kleid, aber bei meinem Hund Kleid, sind die Ohren dann halt einfach gar nicht mehr... haben sich gar nicht mehr aufgerichtet. So. Mir macht das aber nichts, weil jeder draußen sieht, dass er ein Chihuahua ist. Also jeder, der nach der Rasse fragt, erwähnt sofort den Chihuahua. Und dann sage ich, ja, aber ein Mix. Ne? Bin ich auch ganz froh drin, denn ich bin auf dem Land aufgewachsen und dort hat man immer gesagt, dass die Mischlinge robuster sind. So, jetzt werde ich mal kurz was drapieren für euch. Hier habe ich euch nochmal alle vier Produkte ins Bild geholt. Zwei Teilbilder, Schlüsselanhänger und Sticker. Ein wunderschöner Mix. Nochmal ganz lieben Dank an One Day Saving, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Ich liebe sie, ich finde sie wirklich schön. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon mehrfach Dropshops ausgepackt und es ist nie was schief gegangen. Es ist immer alles heile bei mir angekommen, es ist immer die richtige Ware angekommen. Wenn was nicht verfügbar ist, wenn ihr bestellt, dann schreiben die euch eine E-Mail und ihr könnt euch was anderes aussuchen oder die schlagen euch ein Ersatzprodukt vor. Also bis jetzt bin ich super zufrieden damit. Ich habe mega Spaß, die Sachen auszupacken. Deswegen bleiben auch die Firmen, mit denen ich am meisten zusammengearbeitet habe, alle zwei Wochen auf meinem Kanal erhalten. So könnt ihr auch oft sehen, was es Neues gibt. Denn diese und dieses Produkt, meine ich, oder die beiden, also zwei von vier waren unter den Neuheiten. Und habe ich auch direkt bestellt. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, machst du was zum Thema Tiere. Letztes Mal waren es ja die Wichtel, also ich suche mir ja immer ein bestimmtes Thema aus. Außer ich teste einen Shop, dann
arbeite ich mich durch die ganze Bataillon an Produkten, inklusive Zubehör und so weiter und so fort. Dieses war meine dritte Bestellung bei One Day Saving. Wie immer, alles tippitoppi. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir und One Day Saving doch mal einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn euch was besonders gut gefallen hat. Denkt dran, die Links zu den Produkten wie immer in meiner Videobeschreibung, der Rabattcode, den es immer gibt, hier oben. Und dann würde ich mal sagen, folgt mir gerne, wenn ihr mir noch nicht folgt, wenn ihr sowas und andere Videos nicht mehr verpassen wollt. Gerne auch Neulinge, die das Hobby noch nicht kennen. Wir painten hier, wir quatschen hier, ich erkläre, mach den Erklärbär. Und dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Video.